Im 96 haben wir das erste Mal die klassische Biomozzarella-Kugel aus Biomilch hergestellt. Einzelne Detailhändler waren hier Vorreiter. Sie wollten biologisch produzierte Milch zu Käse veredeln und nicht nur als Biomilch im Regal haben. Heute gibt es natürlich ein sehr breites Sortiment an Bioprodukten. Bei Züger produzieren wir über 50 Bioartikel. Die Nachfrage ist natürlich immer grösser geworden. Insbesondere auch in Kombination mit laktosefrei, weil immer mehr Konsumenten laktoseintolerant sind. Bio ist schon bald zu einer Marke geworden und hat sich am Markt in der Schweiz durchsetzen können. Der Konsument kann mit dem Kauf von Bioprodukten aus der Schweiz sicher sein, dass der ganze Hof nach den biologischen Richtlinien produziert und das schafft natürlich Vertrauen. Meine Philosophie ist, unseren Boden an der nächsten Generation in einen besseren Zustand zu übergeben. Darum arbeiten wir mit Klee, der kann den Stickstoff aus der Luft binden. Und die Kühe lieben den Klee. Der Konsument wird immer mehr wissen, von wo kommt das Lebensmittel und wie wird es hergestellt. Unseren 400 Bauern wollen wir die Unternehmerfreiheit lassen, ob sie innen sind Familienbetrieb, klein, gross, konventionell oder sogar bio bewirtschaften wollen. Ich als Biobauer gebe meinen Kühen Heu und Gras, das auf meinem Hof wächst, und Mineralsalz. Wir sind mittlerweile auch ein grosser Bio-Ricotta-Hersteller, der Bio-Ricotta für die Industrie herstellt. Mit unserem Herstellungsverfahren, das wir selber entwickelt haben, haben wir uns Wettbewerbsvorteil schaffen können. Und mit unserem Bio-Hüttenkäse in der Schweiz haben wir über 60% Marktanteil.